Eigentlich sollte der Pioneerpark das Prestigeprojekt der Stadt Hanau werden. Doch nun gibt es Ärger. Mehrere Käufer der dortigen Wohnungen haben sich über diverse Mängel beschwert und wurden nicht erhört. Wir waren noch einmal vor Ort und haben mit den Betroffenen gesprochen. So auch mit Annette Pevny und ihrem Lebensgefährten. Also es passt keine Waschmaschine und auch kein Trockner in die davor gesehene Nische. Und dann haben wir versucht zu deeskalieren. Also weil wir hatten ja schon ein Jahr, ich hatte schon ein Jahr vorher das alles angesprochen beim Bauträger und auch bei der ersten E-Mail an die LEG war der Herr Martin von der Sparkasse mit dabei in CC und er hätte das halt, also es wurden genug Personen informiert. Und ja, dann haben wir halt gefragt, hier, wir können noch eine andere Lösung anbieten und wir haben halt nach anwaltlicher Rücksprache und auch durch den Sachverständigen halt die Wohnung erstmal wegen diesem wesentlichen Mangel abgelehnt. Und das haben wir nicht aus Spaß gemacht. Das war ja, weil wir auch einen Anwalt gefragt haben und er hat gesagt, das ist ganz klar ein wesentlicher Mangel und deswegen haben wir abgelehnt. Und dann haben wir halt dem Geschäftsführer, dem Herr Dr. Weinstock, die E-Mail auch geschrieben und halt noch die Betroffenen weiteren von der Bauleitung und Projektleitung und wer alles dabei in CC, dass wir halt gerne eine Lösung hätten dafür und dass wir ja gerne abnehmen möchten, nur dass wir halt diese Information bekommen haben, dass der Kaufvertrag uns halt so zusteht, wie wir ihn gekauft haben. Also weil es sind halt schon 300.000 Euro für die Wohnung und das ist jetzt halt nicht wenig. Und wenn dann halt nicht meine Waschmaschine reinpasst, dann ich benutze halt Geld. Ja. Und dann kam halt vom Herrn Weinstock die E-Mail zurück von wegen, im Prinzip ist es egal, ob wir das als Mangel sehen oder nicht. Die sehen das nicht so und wenn wir nicht abnehmen, dann können wir den Kaufvertrag rückabwickeln. Also dann wäre halt das 1,5 Jahre warten umsonst, die ganzen Zahlungen schon. Also wir haben über 200.000 zu diesem Zeitpunkt schon bezahlt gehabt und das wäre halt alles umsonst gewesen. Ja? Und auch meine Kommunikation ein Jahr vorher war eigentlich, ja. Wir haben bisher keinen für uns zufriedenstellenden Kulanzvorschlag erhalten. Es wurde uns auch mitgeteilt, es gibt der Generalbevollmächtigte würde uns eine technische Lösung auch anbieten. Die ist bisher auch nicht mitgeteilt worden. Uns wurde nur ein Gutschein für ein Toploader-Gerät angeboten. Und das war's dann. Da ist die Nische. Und da sollte die Waschmaschine sein. Und im Prinzip ist die Nische halt so breit wie die, also länger, dicker als die Waschmaschine. Und ja, wir sollen die Waschmaschine einfach daneben stellen und wo sie dann direkt in der Tür steht, man läuft. Ja, eigentlich direkt genau in die Waschmaschine rein. Also mit dem Wäschekorb komme ich eigentlich da nicht mehr durch. Also so, ich muss mich so hangeln. Und so hatte ich es nicht gekauft. Also so habe ich mich auch nicht auf die Wohnung gefreut. Und ich habe nicht gedacht, dass es halt so schwierig ist, eine blöde Eigentumswohnung zu kriegen. Also, Entschuldigung. Ja. Gut. Am besten oder am schlimmsten fand ich dann eher, dass wir die Mängel abgelaufen sind und dann habe ich die Nische angesprochen und dann stand ich halt in der Nische und dann kam die Projektleitung auch und habe ich gefragt, was damit ist und dann hieß es nur, ja, was soll damit sein? Also, ja, schön, also, ja. Also seitens des Bauträgers kann man zusammenfassen, ist keine Bemühung dahingehend erfolgt, uns einen für uns zufriedenstellenden Lösungsweg anzubieten, um das mal zusammenzufassen. Ja. Doch Annette Pevny und ihr Lebensgefährte sind nicht die einzigen Betroffenen. Auch die 59-jährige Marion Wojcik weiß von Mängeln zu berichten. So, also als erstes mal die Waschmaschinennische, die nicht diesem 72 cm Breite entspricht, sondern um die 50. Ich habe es nicht genau ausgemessen, aber bei weitem wird meine Waschmaschine nicht reinpassen. Dann habe ich festgestellt, dass im Bad zwei gegenüberliegende Wände so nicht in meinem Grundriss existieren. Über der Badewanne ist eine Nischenwand raumhoch eingebaut, die es nicht geben dürfte laut Grundriss, die den Raum verschmälert. Und auf der anderen Seite hat man eine viel zu tiefe Nischenwand über dem Waschbecken und der Toilette in irgendeiner Weise eingebaut, die mir ungefähr, ich würde mal sagen, in der Breite mindestens mal 10 cm vom Raum auch wieder nimmt und zwar in der Fläche über Toilette, Waschbecken und auch hinter der Dusche. Also deshalb ist auch die Dusche ein ganzes Stück weit hervorgerutscht und mein Raum wird dadurch noch schmaler, als er eh schon ist.
ich hatte diese ganzen Mängel schriftlich formuliert und wollte die der Projektleitung und dem Herrn von der Sparkasse schriftlich überreichen. Der Herr von der Sparkasse hat das angenommen mit dem Hinweis, es wäre ja eigentlich gar nicht in seiner Kompetenz, da irgendwas zu machen. Und die Projektleitung hat ganz lapidar gemeint, sie bräuchte das nicht. Am Ende des Gesprächs aber habe ich es geschafft, dass sie also meine schriftlichen Eingaben angenommen hat. Ich hatte aber den Eindruck, denn der Herr von der Sparkasse, der Herr Martin, hat mir ausschließlich gesagt, wenn ich nicht zufrieden wäre, könne man gerne rückabwickeln. Also dass man gar nicht vorhat, von diesen wesentlichen Mängeln, von den baulichen Mängeln überhaupt auch nur einen zu beheben. Kein Verantwortlicher der LEG wollte für eine Stellungnahme vor unsere Kamera treten. Stattdessen beantwortete man unsere Anfrage nach den Anschuldigungen schriftlich. Dort heißt es: Bei der Größe der Nische handelt es sich um keinen Mangel. Es ist zugesagt, dass es einen Abstellraum in der Wohnung gibt, in dem Anschlüsse für Waschmaschinen und Trockner liegen. Sowohl die Nischen als auch die Anschlüsse sind in jeder Wohnung vorhanden. Die Waschmaschine kann an verschiedenen Stellen in dem dafür vorgesehenen Abstellraum platziert werden. Es gibt jedoch keine Zusicherung gegenüber den Käufern, dass die Nische eine Mindestbreite von 60 cm aufweisen muss. Eine solche Zusicherung konnte nicht abgegeben werden und wurde auch nicht abgegeben. In den betroffenen Wohnungen kann die Nische aus technischen Gründen nicht vergrößert werden. Die Käufer sind im Kaufvertrag umfassend darüber aufgeklärt worden, dass es sich bei den Wohnungen um Bestandssanierung und keinen Neubau handelt. Ein vermaßter Grundriss ist nicht Bestandteil des Kaufvertrags gewesen, wie die Käufer gegebenenfalls fälschlich behaupteten. Weiter heißt es von der LEG: Es ist zutreffend, dass die LEG alleine aus Gründen der Kulanz den Erwerbern eine Lösung vorgeschlagen hatte, die von diesen nicht akzeptiert wurde. Sofern die subjektiven Vorstellungen der Käufer von den vertraglich vereinbarten Beschaffenheit der Wohnung abweichen, ist das bedauerlich, aber für die Qualifikation eines Mangels irrelevant. Zumal auch schmalere Waschmaschinen im normalen Handel erhältlich sind, die in die Nischen passen. Wie es nun für die Käufer und das Hanauer Prestige-Projekt weitergeht, ist noch nicht geklärt. Marion Wojcik hat sich jedenfalls schon anwaltliche Hilfe gesucht.